Jeden Tag, liebe Schwestern und Brüder, jeden Tag sind wir aufs Neue einer unglaublichen Flut von Nachrichten ausgesetzt. Sobald wir die Zeitung aufschlagen oder ins Internet gehen oder den Fernseher anschalten, laufen spätestens über das Spruchband die neuesten Katastrophenmeldungen dieser Erde. In der Regel sind es ja solche. Aus dieser Flut wählen wir in der Regel aus. Weil kein Mensch hält das aus, sich von allen möglichen Katastrophen beeindrucken zu lassen. Wir stumpfen ab. Das bleibt gar nicht aus. Und in diesem Abstumpfprozess machen wir dann feine Unterschiede. Dann betreffen uns plötzlich die Toten des Zugunglücks von Bad Aibling mehr als die hunderte ertrunkenen Kinder im Mittelmeer, die auf der Flucht sind. Wir machen solche Unterschiede. Und die gleichen Politiker, die aufgrund des Zugunglücks in Bad Aibling ihren Stammtisch ausfallen lassen, sind in der Lage zu fordern, dass man Frauen und Kinder an der Grenze zurückschickt. Es ist ein merkwürdiger Prozess, der da im Gang ist mit uns, eine Veränderung. Aber immer, wenn wir uns diesen Nachrichten gegenüber verhalten, nehmen wir eine ganz bestimmte Position ein. Wir beobachten. Wir lassen uns manchmal beeindrucken, wir wählen aus, wir bewerten. Ähnlich wie das die Menschen heute am Beginn des Evangeliums tun. Da ist etwas wirklich Schreckliches passiert. Galiläer gehen in den Tempel, um zu opfern. Pilatus lässt sie einfach massakrieren. Und ihr Blut verbindet sich mit dem Blut der Opfertiere. Welch ein schreckliches Bild. Ein Schock. Man trägt dieses Ereignis an Jesus heran. Was tut er? Jesus verändert die Perspektive. Das will er auch heute bei uns tun. Er verändert die Perspektive. Er will, dass wir nicht einfach nur beobachten und bewerten, sondern er will, dass wir im Spiel sind, könnte man sagen. Er will, dass wir beteiligt sind. Meint ihr nur die? Ihr alle. Sagen wir besser, wir alle. Wir haben etwas zu tun, nämlich Bekehrung. Es gibt eine Haltung, liebe Schwestern und Brüder, die dem, was Jesus fordert im Evangelium, ganz stark entgegensteht. Das ist eine Widerständigkeit. Wir sind richtig resistent gegen das, was Jesus von uns fordert. Wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Wir sind sozusagen Patrone des Status quo. Das können wir auch irgendwie verstehen, das ist sehr menschlich. Wir leben in einem doch beachtlichen Wohlstand, wir sind eines der reichsten Länder dieser Erde. Sie mögen vielleicht als Einzelne sagen, naja, das hilft mir nichts, wenn die Statistik das sagt, mir fehlt immer noch dies und jenes. Okay, aber wenn, dann jammern wir auf einem hohen Niveau. Wir leben in Sicherheit. Und wir wollen natürlich, noch einmal, das ist sehr menschlich, dass es so bleibt. Aber liebe Schwestern und Brüder, die Erfahrung sagt auch, es bleibt nicht so, wie es ist. Sie können das in Ihrem persönlichen Leben jeden Tag neu beobachten. Was gestern war, ist heute schon in Frage gestellt. Manchmal durch eine Krankheit, manchmal durch einen Todesfall oder weniger kleine oder weniger starke Erlebnisse, Erfahrungen. Aber kaum ein Tag ist wie der andere. Und der Blick in die Geschichte zeigt, dass nicht so bleibt, wie es ist. Wir sind in einem permanenten Prozess der Veränderung. Nehmen wir dieses aktuelle Beispiel, was unsere Gesellschaft angeht. Die Flüchtlinge, die zu uns kommen. Glaubt denn jemand im Ernst, dass wenn die europäischen Länder, wie das jetzt auf dem Balkan versucht wird, die Grenzen abriegeln, man muss sich nur das Elend dieser Menschen dort an den Grenzen anschauen, dass dadurch etwas verhindert wird? Ich glaube das nicht. Die Menschen werden kommen, so oder so. Sie werden andere Wege finden, bis sie am Schluss vielleicht den Weg der Gewalt wählen. Wir selber hier, unser Land, ist auch das Ergebnis von Völkerwanderung. Wer sagt denn, dass hier immer Saarbrücker wohnten?
Wenn wir den Rhein entlang gehen, da sind die Römer raufgezogen. Wahrscheinlich haben wir alle irgendwelche syrischen Väter, syrische Söldner, die die Römer bezahlt haben. Die haben sich dann irgendwann im Ruhestand hier niedergelassen. Nein, wir sind Deutsche. Gerade wir haben allen Grund, mit unseren ganzen verschiedenen Stämmen, die sich permanent vermischt haben und wo die Völkerwanderung 3-4 Mal hin und her gezogen ist. Wir waren Kriegsschauplatz über all die Jahrhunderte hinweg und immer sind welche geblieben. So rein, wie wir heute tun, waren wir noch nie. Das ist ungeschichtlich. Abgesehen davon, wenn wir von Wohlstand reden und von Sicherheit, haben andere möglicherweise dafür bezahlt, dass wir billig einkaufen und uns ernähren, dass wir uns billig kleiden können oder sagen wir preiswert. Das bezahlen andere. Dafür arbeiten Kinder in Asien, für die großen Firmen. Dafür produzieren Menschen in Afrika und bekommen nicht den Lohn, den sie verdienten. Das ist auch ein Teil der Wahrheit unserer Sicherheit und unseres Wohlstandes. Und wir glauben natürlich selbstverständlich, das darf sich nicht ändern. So viel zum Thema Gerechtigkeit. Wir können das fortfahren, wir können auch in den kirchlichen Bereich schauen. Da merken wir vielleicht noch, wenn wir der Kirche verbunden sind, was ich jetzt einmal voraussetze, dramatische Veränderungen. Und natürlich, es werden Papiere geschrieben, es wird viel Energie verschwendet zu sagen, wie soll denn die Zukunft aussehen, wie sind denn die Wege? Ich bin skeptisch bei all diesem bedruckten Papier und all diesen Ideen, weil sie immer noch mit einem Apparat arbeiten, mit einer Riesenverwaltung, die Millionen kostet und die die Volkskirche, die angeblich tot ist, immer noch voraussetzt. Das heißt, unglaublich viele Menschen, die mit der Kirche eigentlich nichts mehr zu tun haben, zahlen trotzdem brav ihre Kirchensteuer. Und deshalb können wir uns solche Ideen und solche Papiere leisten. Das ist unehrlich. Das ist kein Weg in die Zukunft. Anderes Beispiel. Diözesen schließen ihre Priesterseminare. Das ist ein einschneidender Schritt. Und wir lesen als Begründung mit 7 Leuten, kann keine menschliche Reifung stattfinden. 3 Priester sind in der Regel dafür freigestellt. Ich frage mich, warum denken wir immer noch wie die Apparatschiks von 1950? Wo ist die Kreativität, liebe Schwestern und Brüder, die Jesus heute fordert im Evangelium? Umgraben, düngen. Das ist die Devise des Evangeliums heute. Auch bezogen auf dieses Beispiel. Warum können 3 Priester oder von mir aus auch nur 2 nicht ein, sagen wir, apostolisches Leben führen nach dem Evangelium? Sie leben zusammen, sie beten zusammen, sie haben ihr Gehalt zusammen und da kommen die, die Priester werden wollen, dazu. Leben, studieren, arbeiten, beten mit diesen Priestern gemeinsam. Ist das kein Modell vom Priesterseminar? Schade. Das wäre für mich ein Stück der Kreativität, die Jesus heute fordert, in der Umkehr, im Umgraben dessen, was so vertraut ist. Wir graben nicht um, wir betonieren das noch um den Feigenbaum herum und sagen, sonst haben wir kein Fundament. Wir vielleicht nicht. Der Feigenbaum brauchte Luft, der brauchte frische Erde und Dünger. Wir sehen an diesen Beispielen, liebe Schwestern und Brüder, dass von uns etwas gefordert ist. Von uns ist Umkehrarbeit gefordert. Jesus möchte von uns eine Kreativität gegen den Status quo, den wir so gerne verteidigen. Aber das führt uns keinen Schritt weiter. Nicht in der Flüchtlingsfrage, nicht in den Kirchenproblemen, nicht im Nachwuchs. Keinen Schritt. Wenn wir nicht bereit sind, bei uns selber zu beginnen. Dort anfangen umzugraben. Es ist interessant, wie Jesus als guter Erzähler die Perspektive wechselt. Auf der einen Seite merken wir, wenn er dieses Gleichnis erzählt, er ist der ungeduldige Besitzer des Weinbergs. Klar, wozu hat man einen Weinberg? Er soll Früchte abliefern, natürlich. Wenn sie über Jahre ausbleiben, wer kann es dem Besitzer verdenken, dass er die Geduld verliert? Aber zugleich erkennen wir im Gleichnis, dass Jesus der Arbeiter des Weinbergs ist, dem er noch nicht mal gehört. Der investieren will, der sagt,
lass ihn noch einmal stehen. Ich will noch alles Mögliche versuchen. Er hat vielleicht noch eine Chance. Vielleicht kommt noch etwas. Vielleicht treibt er wenigstens einmal aus und dann ein Jahr später noch eine Chance, bringt er sogar Früchte. Dieses Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, auch in unserer konkreten geschichtlichen Situation, der Gesellschaft wie der Kirche, stellt uns genau in ein Dazwischen, zwischen Gericht und Gnade. Zwischen dem, dass eigentlich das Urteil über uns schon gesprochen ist, wie wir uns verhalten, und gleichzeitig hier auf dieser Seite die große Barmherzigkeit Gottes, die sich zeigt in seiner nicht ermüdenden und unendlichen Geduld mit jedem und jeder von uns. Aber wir sollten beides sehen. Wir sollten aus diesem Dazwischen, das ist immer etwas Ungemütliches, dazwischen zu stehen, wir sollten uns nicht schnell auf eine Seite schlagen. Es gibt im Moment auch in der Kirche beide Stimmen. Die einen sehen nur das Gericht und sehen sozusagen schon den Untergang vor Augen. Und die anderen retten sich einfach in eine sehr oberflächliche Barmherzigkeit. Aber das Evangelium stellt uns dazwischen. Wie es hier am Ende heißt, es hat keinen Schluss, das Evangelium, Sie haben es bemerkt. Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Aber lass uns einmal sehen, was geschieht. Ob diese notwendige Arbeit, die Kreativität angesichts dessen, was wir eigentlich festhalten wollen und was nicht festzuhalten ist, ob wir sie nicht doch noch aufbringen. Dieses Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, Jesus selber, will uns wach machen, unsere Kreativität wecken, dass wir endlich aufbrechen, hin in seine Richtung. Und das geht nur, wenn wir das Unsere verlassen.